Hallo, heute mache ich ein Tutorial über diesen Cube Ultimate. Zuerst einmal müssen wir die Notation abklären. Hierzu halten meine Würfel so, dass so ein vierfarbiger Stein oben ist. Links, rechts, vorne, unten, hinten. Das sind diese großen Centerpieces. Die haben hier vier Farben, was den Cube Ultimate auch im großen Teil vom Cube unterscheidet. Wenn wir den Würfel so halten, dass wir jetzt rechts, links, vorne, oben, unten und hinten eine haben, haben wir vom oberen Stein aus hier so eine Achse, hier hinten und das Ganze auch auf der linken Seite. Wenn wir den Würfel so halten würden, würde diese Ecke hier hinten die Zahl 1 bekommen, 2, 3 und 4. Wenn ich jetzt 1 sage, wäre das hier hinten, diese 1, zu uns gedreht. Bis hier wieder alles bündig ist. Den hier hinten, 1. 1 Strich wäre das Ganze im nach hinten weggedreht. 2 wäre der hier vorne, zu uns drehen. 2 Strich wäre das Ganze nach hinten drehen. Dann haben wir hier die 3, zu uns drehen. Und die 3 Strich nach hinten drehen. Zum Schluss jetzt noch hier hinten diese vierte Ecke nach vorne drehen und 4 Strich nach hinten drehen. Soweit wären wir dann auch mit der Notation schon fertig. Nachdem wir den Würfel verdreht haben, wollen wir jetzt natürlich lösen. Hierzu suchen wir uns irgendeine viersteinige Mitte heraus und halten die oben. Also jetzt wollen wir erst einmal hier so dieses Plus bilden. Beim Cube wäre das schon die ganze obere Fläche, aber wir sehen, wäre das hier noch falsch mit diesem Stein. Deswegen sage ich erstmal, wir wollen dieses obere Plus hier einmal bilden. Um das zu bilden, brauchen wir jetzt Steine, die die richtige Farbe haben. Wir suchen hier beispielsweise einen blau-weißen. Blau-weißen, so. Wie wir sehen, haben wir den hier schon direkt. Und da ist er auch gar nicht mal so schlecht. Wir müssen ihn nur noch drehen. Wir halten ihn rechts hinten. Dann haben wir hier eine. Und unsere, die wir drehen wollen, hinten rechts. Wir müssen uns angucken, wie wollen wir den drehen. Wollen wir ihn mit dem Uhrzeigersinn drehen oder gegen den Uhrzeigersinn? In unserem Fall wollen wir den gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und jetzt kommt der folgende Algorithmus, um den gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. 1... 2, 1 Strich, 2 Strich. Jetzt haben wir ihn hier an der Stelle und richtig gedreht. Jetzt wollen wir hier einen weiß-orangen. Jetzt gucken wir, wo der ist und haben ihn hier. Um ihn da oben reinzubekommen, kann ich ihn über diese Ebene drehen, denn dadurch wird der hier hinten in Ruhe gelassen, da passiert nichts. Und es wird lediglich dieser eine Stein, der hier wäre, rausgenommen. Da der aber falsch ist, können wir das machen. Jetzt sehen wir schon, der ist richtig eingesetzt. Drehen wir den Würfel weiter und haben jetzt hier. Wir brauchen hier einen grün-orangen. Gucken wir, wo der ist. Hier ist er. Wir drehen ihn erst einmal wieder hier so hin und sehen, der ist falsch. Wir müssen ihn wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist derselbe Algorithmus wie vorhin. Wir halten die Ecke rechts hinten und führen aus. 1, 2, 1 Strich, 2 Strich. Ja, so. Jetzt sind diese beiden Ecken immer noch richtig und die haben wir gedreht. Hier brauchen wir jetzt einen blau-grünen. Der ist hier. Jetzt haben wir den Fall, dass wir mit dem Uhrzeigersinn drehen wollen und nicht mehr gegen. Und das wäre ein anderer Fall. Wir halten den wieder rechts hinten. Und führen aus 2, 1, 2 Strich, 1 Strich. Somit haben wir den jetzt richtig gedreht, alle anderen in Ruhe gelassen und haben jetzt einmal dieses Plus fertig. Weiter geht's, dass wir diese Mitten an die richtige Stelle bringen wollen. Denn wir sehen, die hier ist falsch. Wir haben
jetzt zwei Varianten, die zu drehen. Entweder wir könnten so einen Stein nach rechts, den nach unten und den nach oben drehen. Oder wir könnten den nach links, den nach unten und den nach oben bringen. Jetzt gucken wir uns an und sehen, hier ist ein Oranger. Wir wollen ihn hier drüben hinbekommen. Das bedeutet, wir halten den vorne, drehen ihn nach rechts, der kommt nach unten und der kommt nach oben. Die beiden interessieren uns nicht, denn wir wollen erstmal diesen Orangen zu dieser orangen Ecke hier rüberbringen. Das heißt, wir halten den Würfel so, dass vorne unsere Mitte ist, die wir jetzt nach rechts drehen wollen, und führen folgenden Algorithmus aus. 3, 4, 3 Strich, 4 Strich. Jetzt haben wir hier hinten so eine falsche Ecke. Die müssen wir auf die andere Seite bringen. Also wir drehen jetzt den Würfel um 90 Grad nach rechts. Also mit dem Uhrzeigersinn. Und führen jetzt aus 2, 1, 2 Strich, 1 Strich. Wir sehen, haben wir jetzt hier unsere orange Ecke bei den orangen Dreiecken hier. Der ist zwar nur um 180 Grad gedreht, das werden wir aber später beheben. Jetzt gucken wir mal weiter. Wir sehen jetzt hier auch schon wieder den anderen Fall. Dieser rot-weiße, diese kleine weiße Ecke will hier nach oben hin. Das heißt, wir wollen den einmal nach links bewegen. Dies ist der entgegengesetzte Fall und der funktioniert folgendermaßen. 2, 1, 2 Strich, 1 Strich. Diesmal drehen wir den Würfel nicht um 90 Grad mit dem Uhrzeigersinn, sondern die bringen wir jetzt auf die andere Seite, diese falsche Kante hier. Also drehen wir den Würfel 90 Grad mit dem Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und führen jetzt weiter aus. 3, 4, 3 Strich, 4 Strich. Hier ist unsere Orange immer noch drin und die hat sich auch schon richtig gedreht. Und ist hier oben mit weiß. Gucken wir mal an. Jetzt haben wir hier noch diese drei Steine. Dieser rosane muss nach hier rechts. Denn diese Farbe rosa kommt hier hin und diese grüne kommt nach oben. Jetzt nochmal den Fall, dass wir ihn nach rechts drehen. 3, 4, 3 Strich, 3 Strich, 4 Strich. Den Würfel 90 Grad im Uhrzeigersinn drin. 2, 1, 2 Strich, 1 Strich. Jetzt haben wir weiterhin hier oben unser Plus. Haben jetzt den an der richtigen Stelle, den, den, den und den hier unten. Somit sind jetzt alle mitten an der richtigen Position. So. Weiter geht's, dass wir jetzt hier unten, das ist unser unterster Stein, wir haben ja hier oben das erstmal gebildet und dann diese Steine außenrum gelöst. Und dann wäre der untere Stein, also gegenüberliegende, der hier unten, erstmal zu lösen. Also wir wollen nicht den Stein selber lösen, sondern diese vier Ecksteine. Zwar sieht jetzt mein Würfel komplett fertig aus, außer diese beiden Steine, aber das ändert sich gleich noch. Vorerst interessieren uns nur diese vier Steine. Und danach werden wir diese drehen. Werdet ihr aber gleich sehen. Hierzu müssen wir beachten, welcher Stein nach oben gehört. Wir sehen, es ist grün wie hier schon oben. Das ist richtig, genauso wie hier. Hier ist aber der graue, zeigt zu uns. Und hier zeigt der grüne nach links. Jetzt haben wir genau diese zwei Steine. Und müssen uns angucken, wann einer von diesen beiden Steinen mit der Farbe zu uns zeigt. Wenn wir ihn so halten, zeigt diese grüne Farbe zu uns. Genau das wollen wir. Wir halten ihn nicht so, weil hier zeigt nicht eine Farbe nach, zu uns, sondern erst hier. Dann würde man hier den Algorithmus ausführen. Oder es gibt noch die Möglichkeit, dass wir den Algorithmus hier ausführen, wenn der so zu uns zeigt. Denn grau muss hier hin. Dann halte ich jetzt einfach so und führe folgenden Algorithmus aus. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 2, 1 Strich, 2 Strich 1. So, jetzt haben wir genau das folgende Bild, dass der graue zeigt hier hin, der nach hier hin, hier der grüne ist eigentlich oben auch. Wir zeigen hier zwar in die Richtung und hier ist ein grüner und hier ist ein grauer. Einer zeigt nach oben, einer nach unten und zwei nach links. Wir halten den Würfel so,
dass erstmal wieder ganz normal hier oben ist und der weiterhin unten ist. Und dass uns jetzt keine Farbe anguckt, die nach oben, also hier zu dieser hingehören. Dieser graue zeigt nach links weg, grün nach rechts. Und die beiden zeigen also so gesehen nach vorne weg. Das wäre jetzt hier. Wenn wir ihn so halten würden, würden uns die angucken. Hier würde uns der angucken. Und hier würde uns der graue angucken. Deswegen halten wir ihn so, dass keine der Farbe zu uns zeigt. Und jetzt führen wir wieder einmal den Algorithmus von vorhin aus. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1 Strich. So, wie wir sehen, haben wir jetzt hier unten unser Plus gelöst. Und somit sind wir mit diesem Schritt fertig. So, weiter geht's, dass wir jetzt im letzten Schritt, nachdem wir hier unten bei Grau, warte, wo haben wir es? Hier bei Grau-Grün dieses Plus gebildet haben. Manchmal ist der sogar noch falsch gedreht, aber bei uns sind jetzt diese beiden falsch gedreht. Erstmal müssen wir uns überlegen, dass wir mit dem nächsten Algorithmus vier Mittelsteine drehen können. Wenn wir jetzt so halten würden und den Algorithmus ausführen würden, würde der vordere, der rechte, der hintere hier und der untere gelöst werden. Also gedreht werden, nicht gelöst, gedreht. Da ist die Sache, jetzt gerade wird das keinen Sinn machen, denn der wäre richtig und der wäre richtig. Die beiden würden sich richtig drehen. Es würde sich weiterhin der rechte und der hintere drehen. Und dann wären die beiden falsch. Deswegen haben wir den Würfel noch nicht gelöst. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir ihn vielleicht anders halten. Wenn wir ihn so halten würden, würde sich der lösen, der untere, der rechte und der hintere falsch haben. Dann hätten wir jetzt an diese vier Steine dann richtig, falsch. Dann wäre der hier, der untere und der hintere falsch. Wenn wir diese vier falschen Steine haben, könnten wir es jetzt nochmal ausführen und würde genau diese vier Steine lösen. Und genau deswegen machen wir das. Wir halten das so, dass eine richtige Ecke links ist, eine falsche vorne und dann haben wir im nächsten Schritt den ganzen Würfel gelöst. Und jetzt machen wir einmal einen etwas längeren, aber sehr einfachen Algorithmus, den wir schon kennen. Und zwar sechsmal folgendes. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. Das war jetzt also 1 und jetzt kommen noch 5 weitere Male. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 2, 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. Wie wir sehen, hat sich jetzt schon einiges getan. Und jetzt haben wir es genau wie wir wollten. Wir haben jetzt hier links, rechts, oben und unten ein. Jetzt halten wir den Würfel so, dass unsere vier Mitten einer vorne ist, einer unten, einer rechts und einer hinten. Und wenn wir jetzt noch einmal ausführen, würden sich diese vier Mittelsteine lösen und wir hätten den kompletten Würfel gelöst. 2, 1 Strich, 2 Strich, 1. 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 Und somit hätten wir den kompletten Würfel einmal gelöst.